Freunde, ich habe Zeitdruck. Deswegen ist der Umlautmann heute nicht im Intro zu sehen. Er braucht immer so lange fürs Intro. Auf jeden Fall zocken wir einen neuen Part Mario Kart 8 im DLC und ich zeige euch die restlichen Strecken. Viel Spaß beim Video. Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem neuen Mario Kart 8 Deluxe Video hier im DLC auf dem Zweitkanal. Ja, zwei Tage hintereinander Mario Kart 8 Deluxe. Ab morgen wird dann wieder die Daily Routine mit Animal Crossing und Little Nightmares kommen. Aber ich wollte unbedingt mit euch einfach mal das DLC hier durchspielen, beziehungsweise die zwei Cups, die wir zur Verfügung haben. Einmal der goldene Turbo Cup. Oh, das sieht so sexy aus mit den drei Sternen unten. Muss ich einfach mal so sagen. Und einmal mit der Glückskatzen, beziehungsweise mit dem Glückskatzen-Cup. Wir haben vier neue Strecken. Tokyo Tempo Tour, Pilz Pass, Wolkenpiste und Ninja Dojo. Dojo. Aber an der Stelle muss ich erstmal sagen, ihr seid alles Säcke. Ich habe gestern, mein Fehler. Ihr seid alles Säcke. Ich habe gestern den Paris-Parcours gespielt, aber ich habe nicht auf den Namen geachtet. Und ich dann wie der größte Sherlock im Part. Ja, Paris-Parcours ist wahrscheinlich an Paris angelehnt. Okay, Freunde, ne? Wir wollen doch nicht zu lange um den heißen Brei herumreden. Let's go. Tokyo Tempo Tour. Alter, ich wollte schon immer mal den Tokyo Drift starten. Von daher, let's go. By the way, sind die meisten Strecken, das habe ich auch in den Kommentaren wahrgenommen, aus Mario Kart Tour importiert. Mario Kart Tour ist ein Game gewesen, was ich jetzt nicht unbedingt totgesuchtet habe. Und dementsprechend sehen die Texturen relativ leer aus, weil es halt Ports sind von einem Handy-Game. Und Handys können Texturen wiederum nicht so gut darstellen. Und ja, das ergibt irgendwo Sinn, sag ich mal so. Das ergibt irgendwo Sinn. Ja, leider hatte ich bisher noch nicht die größte Zeit, auf die Kommentare gestern zu reagieren. Wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Aktuell ist zeitlich bei mir eh ein bisschen, ja, knapp bemessen alles. Aber ich probiere mir auf jeden Fall nächste Woche mehr Zeit dafür zu nehmen. An der Stelle kann ich wirklich nur sagen, danke. Also ohne Scheiß, danke für diesen Zweikanal. Es macht unheimlich viel Spaß, Videos hierfür zu produzieren. Und von daher, cool, dass ihr hier seid. Real Talk, Real Talk. So, wir wollen aber ein bisschen mehr auf die Strecke eingehen. Ist die Runde schon vorbei? Ist das wieder so eine übelst... Okay, ist auf jeden Fall eine überschaubare Runde. Eine sehr, sehr überschaubare Runde. Im Hintergrund haben wir einmal diesen japanischen Berg. Boah, keine Ahnung, wie der heißt, aber... Boah, ich will auch nichts Falsches sagen. Fängt er mit F an? Ich meine, er fängt mit F an. Aber bevor ich die Aussprache verkacke, lass es dann doch lieber sein. Plus den, ist das ein Fernsehturm? Ich hab keine Ahnung, ey. Dafür bin ich zu wenig im Tokio-Thema drin. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, Tokio ist definitiv... Scheiße, Shortcut. Definitiv ein Ziel, was ich irgendwann mal anstrebe. Weil, ungelogen, also Tokio ist inzwischen ja Nintendo Land. Das ist ja quasi dieser Freizeitpark von Nintendo. Mit dem Topic aktuell Mario, aber ich habe gesehen, keine Ahnung, ob das ein Bild war, was legit ist, aber es wird erweitert um, ich glaube, ein Donkey Kong Abteil. Junge, was passiert jetzt? Ich finde das so verwirrend, dass inzwischen die Strecken sich einfach währenddessen in der dritten Runde ändern. Junge, was ist passiert? Außer Tomaten. Und ja, wird um Donkey Kong erweitert. Von daher, ich denke mal, dass Nintendo Land in der Zukunft noch deutlich größer wird. Und das sieht so, ich weiß nicht, ob ihr euch jemals den Trailer reingezogen habt zu Nintendo Land. Und Nintendo World, mein Fehler, Nintendo World ist es, glaube ich. Und, wow, also, das sieht ja so surreal aus, wenn man da rumläuft. Holy shit. Nun gut, erstes Rennen, erster Platz, was will man mehr? By the way, ich habe ja im letzten Part, beziehungsweise gestern erwähnt, dass ich mir die limitierte Auflage von Mario Kart geholt hatte. Damals von Mario Kart 8. Pilzpass! Gab es die von dem DS? Yo. Nintendo DS, Alter. Das waren Zeiten. Holy crap. Oh, ist das schön. Also das Gras ist nicht so schön, aber darüber wollen wir gar nicht reden. Ich meine, es haben auch einige geschrieben. So, Hauptsache, man hat mal wieder neuen Mario Kart Content. Und von daher juckt es mich ehrlich gesagt auch nicht. Mario Work hier. Okay. Mario, was geht, man? Allein die Details mit den ganzen Schildern. Man muss sich das Ganze mal reinziehen. Alter, Yoshi feuert uns erstmal am Rande der Strecke an. Ehren-Yoshi. Bezüglich der limitierten Auflage und der Blue Shell, die man damals dazu bekommen hat. Die soll wohl jetzt richtig viel wert sein. Ja, gut, dass ich die auf jeden Fall verloren habe. Ja, glaube ich. Aber generell, limitierte Auflagen vor allem von solchen Banger-Spielen wie Mario Kart sollte man eigentlich immer behalten. Also das ist zum Beispiel irgendwas, was ich mir in der Zukunft sehr stark angewöhnen muss. Generell, dass man Dinge behält. Also, oder irgendwelche Spiele, die man doppelt kauft. Beispielsweise alle Pokémon-Spiele
sind so viel inzwischen wert. Alle Pokémon-Spiele sind inzwischen so viel wert. Also, als ich hier in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, war es geldtechnisch bei mir echt knapp. Und leider, wirklich leider, ich will irgendwann die Pokémon-Spiele nachkaufen, aber das wird wahrscheinlich ein tiefer Griff in die Tasche werden, muss ich alle meine Pokémon-Games verkaufen, weil die mir viel Geld gebracht haben für Möbel und generell diese ganzen Umzugskosten. Und ich habe damals, ja, also generell alle Pokémon-Spiele, die ich hatte, verkauft. Diamant, Platin, Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß 2. Das waren die Games, die ich verkauft habe. Ich weiß nicht, ob ich noch ein 3DS-Game verkauft habe, aber ich glaube, er priorisiert die DS-Spiele, weil die halt ultra viel wert sind inzwischen. Alleine, wenn man jetzt Pokémon Heart Gold original verpackt mit dem Pokéwalker, Alter, mit dem Pokéwalker, was waren das für böse Zeiten, kostet das Ding 800 Euro. Das ist so, überlegt mal, früher hätte man einfach zweimal den Bums gekauft. Eins hätte man easy zocken können, das andere hat man irgendwo im Schrank stehen lassen und bekommt jetzt 800 Euro dafür. Also, scheiß mal auf irgendwelche Sparanlagen, das sind Rendite. Natürlich nur Spaß beiseite, Freunde. Der Bankkaufmann eures Vertrauens darf natürlich nicht so für Pokémon-Games anwerben. So, natürlich einen First-Platz mit reingenommen und... ja, fand ich jetzt in Ordnung? Fand ich in Ordnung, die Strecke? War jetzt auch nicht so die größte Revolution? Vielleicht die größte Revolution nach der französischen Revolution, aber ist in Ordnung. By the way, Wolkenpiste vom GBA, ist GBA Gamecube. Ich will auch nichts Falsches sagen. Sehr, sehr stark angelehnt an der normalen Wolkenstrecke, die wir schon haben. Aber, ui, Mimu. Alter, überall Bohnenranken. Oh shit, ui. Ist das überhaupt eine Abkürzung? Wie heißt nochmal das Märchen mit der Bohnenranke und dem Riesen? Scheiße, ich hab's vergessen. Boah, wie hieß das Märchen? Immer wenn ich Bohnenranken sehe, muss ich daran denken. Ich weiß es nicht, ich komme nicht drauf. Habe ich als Kind sehr gerne geschaut, diesen Film. Nee, keine Ahnung. Aber was ich sagen wollte, inzwischen sind ja auf dem Kanal die Memberschaften aktiviert. Soll natürlich keine Werbung sein, aber ich möchte trotzdem einfach mal Danke sagen an diejenigen, die sich schon eine Memberschaft geholt hat. Also einige sind schon in der Videobeschreibung verewigt quasi, beziehungsweise halt drin. Und deswegen einfach Danke. Also danke dafür. Das wollte ich unbedingt noch sagen. Und die Blätter sehen übelst aus wie das Animal Crossing Blatt. Vor allem noch mit diesem abgebissenen Feature, dass es so ausschaut, als ob das Blatt abgerissen wäre. Mega. Einfach nur mega. Weil ungelogen, dieses abgebissene Blatt könnte auch ein bisschen ans Apple-Logo orientiert sein. Nintendo kopiert Apple? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Euer Herr Yusai. Auch die Nintendo-Szene benötigt einen Herrn Yusai, Freunde. Okay, letzte Runde. Last Round. Last but not least. Nein, oh mein Gott, ich wäre fast in das orangepriesene Loch reingefallen. Junge, willkommen im Loch Ness. Ungelogen. Ich glaube, wir starten definitiv dieses Jahr irgendwann mal so ein Mario Kart Projekt. Das ist ja so nice. Was für ein Trash Talk daraus besteht. Okay. Gleich ist das Rennen zu Ende und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die Runden sind alle kürzer. Also... die Runden sind alle kürzer. Aber dennoch... Alter, da unten ist erstmal ein Luftschiff auf Mario Galaxy angelehnt. Yes, sir! Kein Problem. Aber ey, Tanuki Mario rasiert auch schon ganz schön auf den zweiten Platz. Respekt, Tanuki Mario. So, next run und auf geht's ins nächste. Ich habe schon wieder vergessen, was für eine Strecke uns am Ende erwartet. Trommelwirbel bitte. Spannung! Ninja Dojo! Gar kein Port? Ist das jetzt eine neue Strecke? Wenn da unten links nichts steht? Ninja Dojo. Boah, wir fahren auf Dächern. Holy crap. Holy crap. Erinnert mich so ein bisschen an die Strecke vom Battle-Modus, den man hier hat. Ich will die Mucke hören. Yo! What? Was? Junge, was passiert hier? Ich muss mir die Strecke erstmal angucken. Okay, Linkskurve. Oh mein Gott. Hä? Joshua, was passiert hier, Mann? Hilf mir. Alter, was zum heiligen Bimbanius? Alter, erinnert mich so ein bisschen an die DK-Kurve. Den habe ich erstmal mit der Banana mitgenommen. Erinnert mich so ein bisschen an die DK-Strecke.
Also gerade zumindest die... Ich wäre fast runtergefallen. Alter, was? Hier gibt's ja so viel zu entdecken. Junge, was bist du für ein Strudel auf dem Boden? Alter, das ist erstmal der erste Platz. Link, tut mir leid, dass ich dich jetzt wegmieten muss, aber... Cringe, wenn man nicht den ersten Platz hier holt im 150cm-Modus. Alter, Junge, Tinte ist halt jetzt echt fatal, weil ich nicht sehe, was vor mir passiert. Okay, wir müssen die Treppe hoch. Oh! Wenn wir bei dem Pokémon Heartgold-Thema sind, erinnert mich an das Dojo dort. Also irgendwie erinnert mich alles an irgendwas. Sehr verwirrend. Es ist die Erinnerungsfolge. Die Folge kann man eigentlich nur nennen Déjà-vu. Alter, was wollt... Scheiße, Shy Guys, was wollt ihr von mir? Da habe ich echt ein bisschen Schiss bekommen. Guck mal, wir können, glaube ich, auch oben lang fahren, wenn wir diesen Luftstoß von dort hinten mitnehmen. Das möchte ich gleich mal machen. Und die Strecke fühlt sich deutlich länger an als die anderen. Also die Strecke ist ja, wow. Brainfuck sein Urgroßvater. Auf dieser anderen Basis. Okay. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Der Club der Empörten ist empört. Selbst dieser Club ist empört. Können wir... Oh lol, wir können auch da unten lang fahren. Scheibenkleister, das hätte ich gerne gemacht. So klar wäre jetzt bestimmt... Oh Gott, jetzt haben wir die Strecke hier oben. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Shy Guys. Können die uns aufhalten? Was wollen diese Shy Guys von uns? Ich möchte mal hier oben lang. Hui. Was passiert hier? Wir sind mitten im Uhrenwerk oder keine Ahnung wo. Aber... Ja gut, also wenn man die Strecke bzw. den Weg oben wählt, kann man halt ganz gut irgendwelchen anderen Mitspielern ausweichen. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ich glaube in 200cm KO-Battles wird es echt kritisch, wenn man sich für diese Strecke entscheidet bzw. für diese Route. Und holy crap, Tanuki Mario auf dem zweiten und wir natürlich auf den ersten Platz. Oh shit, oh shit. Okay, wir gucken uns natürlich jetzt nochmal auf jeden Fall... Das Ende an mit dem einzig wahren Pokal. Ladebildschirm, immer wieder schön. So. Kann man nicht anders sagen. Ist einfach nice. Bam! Alright, Friendos. 150 Münzen gesammelt. Ist ja auch ganz gut, wenn ich mal offline spiele, um die ganzen Münzen zu sammeln und die Strecken freizuschalten. Ja! Was kann ich noch Großartiges sagen? Ich sag's mal so. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Des, ja, ich will nicht sagen Mini-Projekts, weil das sind so Videos zwischendrin, die einfach mal kommen müssen. Und sobald die anderen DLCs kommen, werden wir die definitiv auf diesem Kanal auch spielen. Von daher, danke fürs Zusehen, danke für euren Support. Abonniert den Umlautmann. Daumen nach oben nicht vergessen. Wir sehen uns. Cheerio. Zum Schluss danke ich Basti für die Umlaut-Elite-General-Membership. Vielen lieben Dank dafür und generell, Freunde, danke fürs Zusehen des Videos. Haut rein. Bye, bye.